disputationes in horto scholae. Hallo, ich bin Sabu. Das ist Javi. Ich hatte fast gesagt, das ist Catilina, aber nein. Das ist nur ein Catilina-Spezialist. Javi, du hast deine Magisterarbeit nämlich vor einigen Jahren über Catilina geschrieben, beziehungsweise über die Darstellung von Catilina bei Sallust und Cicero. Und du hast in deiner Magisterarbeit damals eine neue These aufgestellt, die ziemlich gewagt klingt, nämlich, dass wir keine Charakterbeschreibung der historischen Person Catilinas besitzen. Die These ist ein bisschen gewagt, weil wenn wir Lexika und so weiter aufschlagen, dann steht da eine Charakterbeschreibung Catilinas. Du wirst uns gleich erzählen, warum du da nicht übereinstimmst. Ganz kurz vorab möchte ich nur sagen, deine These hat durchaus Gefallen gefunden damals bei einer ziemlich bedeutenden Altphilologin, die inzwischen die lateinische Abteilung des King's College in London leitet. Also so unsinnig kann es ja nicht gewesen sein, was du da geschrieben hast. Kannst du uns das ein bisschen erklären, bitte? Ja, also es ist richtig, dass wir eine sogenannte Charakterisierung Catilinas besitzen, die sich auch in sehr einschlägigen Lexika findet, zum Beispiel im kleinen Pauli. Das ist jetzt kein kleiner Fisch, ne, auch wenn es der kleine Pauli ist. Diese sogenannte Charakterbeschreibung, und das ist meine These, bezieht sich eben nicht auf die historische Person Catilina, sondern auf die literarische Figur Catilina. Und das ist der große Unterschied, den ich in meiner Magisterarbeit klarzumachen oder deutlich zu machen versuche. Der Ursprung dieser Charakterisierung Catilinas, die uns so allgemein begegnet, sei es im kleinen Pauli oder etwas ordinärer auf Wikipedia, ist immer die sogenannte Charakterbeschreibung bei Sallust, in Sallusts Verschwörung des Catilina. Lucius Catilina, nobili generenatus, fuit magna vi et animiet corporis, set ingenio malo pravoque. Das war dann auch der Titel meiner Arbeit, Ingenio malo pravoque, die Darstellung Catilinas bei Cicero und Sallust. Der, sage ich jetzt mal, etwas unumstrittenere Teil meiner Arbeit ist eigentlich genau diese Rolle Catilinas bei Sallust. Denn es wird eigentlich allgemein nicht bezweifelt, dass Sallust seinen Catilina konstruiert als literarische Figur. Mhm. Als Exemplum, also als quasi standardisiertes Beispiel eines verkommenen römischen Politikers dieser ausgehenden römischen Republik, der zwar noch irgendwie die alten römischen Tugenden heraufbeschwört, der aber eine grundsätzlich falsche Herangehensweise an die Politik hat, nämlich der die Dominatio anstrebt, also die Alleinherrschaft. Und damit haben wir den Catilina, den Sallust kreiert, als Spiegelbild eines Politikers der solanischen Zeit, der sich in die Nachfolge Sullas stellt. Und das wird sehr deutlich, dass eben Sallusts Catilina so konstruiert wird. Und das ist auch nicht umstritten. Das ist klar. Sallusts Catilina ist ein Beispiel. Ist ein, genau, ein beispielhafter Bösewicht. Kein Individuum. Beispielhafter Bösewicht. Kein Individuum. Mhm. Genau. Es sieht ein bisschen anders aus, wenn wir uns Cicero anschauen. Also die allgemeine Meinung ist, mit Cicero haben wir ja jemanden, der sehr, sehr zeitnah mit Catilina umgeht. Also Catilina und Cicero hatten ihr großes Showdown im Jahr 63 vor Christus und nur 3 Jahre später werden dann die catilinarischen Reden veröffentlicht von Cicero, also wirklich sehr, sehr zeitnah. Und Cicero hatte mit dem Individuum der tatsächlichen Persönlichkeit Catilina zu schaffen. Richtig, genau. Das heißt, im Allgemeinen
gibt es die Ansicht, dass wir aus Ciceros Reden eine adäquatere Beschreibung des Individuums Catilina herauslesen können. Dass wir ihn da auch als Mensch kennenlernen können. Richtig, ja. Als das bei Sallust der Fall ist. Hm. Wir haben Darstellungen Catilinas nicht nur aus den Reden gegen Catilina, sondern auch aus anderen Reden, die Cicero gehalten hat, in einem anderen Kontext. Zum Beispiel hat Cicero interessanterweise auch mal einen Menschen verteidigt, der tatsächlich ein Anhänger Catilinas gewesen war. Und in dieser Rede beschreibt Cicero Catilina recht anders, als er in den catilinarischen Reden auftaucht. Und dann hat sich eben diese Idee herausgebildet, dass wir über Ciceros Darstellung Catilinas und wenn man die vielleicht noch so ein bisschen verbindet mit Sallust und so guckt, was hat sich Sallust daraus gegriffen, dass wir da doch eine Art Charakterisierung des historischen Menschen Catilina uns zusammenreimen können. Hinter mir sieht man jetzt vielleicht nicht den schönsten, aber einen sehr wichtigen Teil des Gartens. Das ist unser offener Kompost. Offener Kompost ist gut für viele Tiere wieder. Es können Insekten sich reingraben und ihre Eier legen. In einem Kompost wird es ja schön warm. Das heißt, es ist auch im Winter angenehm. Blindschleichen lieben offene Komposthaufen, um sich darauf zu sonnen. Also auch das ein schöner, wichtiger Lebensraum. Und was wir besonders interessant finden, ist, er stinkt irgendwie gar nicht. Wir hatten erwartet, dass der so ein bisschen unangenehm riecht. Deswegen ist er auch ganz weit weg von unserem Haus am Ende des Gartens. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass er also gar nicht riecht und wunderbar vor sich hin kompostiert. Und dann hat sich diese Idee herausgebildet, dass wir über Ciceros Darstellung Catilinas und wenn man die vielleicht noch so ein bisschen verbindet mit Sallust und so guckt, was hat sich Sallust daraus gegriffen, dass wir da doch eine Art Charakterisierung des historischen Menschen Catilina uns zusammenreimen können. Und ich glaube, die Leute waren auch einfach oder sind auch einfach ziemlich begeistert davon, dass wir zwei sehr, sehr zeitnahe Quellentexte haben, oder so scheint es, historische Quellentexte haben, die sich mit diesem Individuum Catilina beschäftigen. In meiner Magisterarbeit habe ich die These aufgestellt, dass es sich eben nicht um historische Quellentexte handelt, sondern dass es sich in beiden Fällen, schon bei Cicero, erst recht bei Sallust, aber schon bei Cicero, um literarische Werke handelt, die eine literarische Figur konstruieren und die nicht das Ziel haben, eine adäquate Darstellung der historischen Person zu geben. Um deine These mal zu belegen, du sprichst davon, wie Cicero seine Texte konstruiert und davon, dass also Cicero, der ja, wie wir alle wissen, Rhetorik gelernt hat, eben einfach gewisse rhetorische Techniken verwendet, in denen er Catilina einbaut, ohne ihn wirklich als Individuum einzubauen. Ja, das ist richtig. Also wenn Cicero Catilina beschreibt, dann benutzt er sehr, sehr viele feststehende sogenannte Invektivtopoi. Invektivtopoi sind einfach, Topoi sind auf Deutsch Gemeinplätze, weiß vielleicht auch nicht jetzt jeder, was das ist. Das sind quasi vorgefertigte Versatzstücke. Invektivtopoi sind vorgefertigte Versatzstücke, mit denen man jemanden sehr negativ beschreiben kann. Mit denen man jemanden beleidigen kann. Und es gibt in der griechischen Rhetorik eben ich glaube, 10 verschiedene Topoi, die man für politische Gegner benutzt. Und die sind sehr standardisiert. Also man muss sich vorstellen, jeder Rhetor, der jetzt einen politischen Gegner beleidigen möchte, konnte aus diesem Arsenal dieser Topoi also welche auswählen. Und dann konnte er die individualisieren, um sie auf seinen Gegner direkt anzuwenden. Zum Beispiel, wenn der Gegner irgendwie einen doofen Namen hatte, über den man sich lustig machen konnte, dann konnte man den halt da irgendwie lächerlich machen, damit die Leute über den lachen.
Oder wenn der Gegner irgendwie mal... Also zum Beispiel, was Cicero mit Verres macht. Genau, wenn er ja, richtig, der Eber oder der Kehrbesen. Genau, Vericulum. Genau, mit Verres macht er das sehr schön, mit Catilina macht er das überhaupt nicht, obwohl es da auch Möglichkeiten gegeben hätte. Oder wenn es irgendwelche Gerüchte gibt, dass der Gegner vielleicht irgendwie mal in der Schlacht nicht ganz mutig gewesen war. Oder? Also man konnte da sehr, sehr viel dann individualisieren. Und was eben auffällt bei Cicero ist, dass er diese Invektivtopoi, die er gegen Catilina verwendet, eigentlich so gut wie gar nicht individualisiert. Also es bleibt sehr abziehbildhaft. Und das, obwohl Catilina ja ein ziemlich schillernder Charakter gewesen zu sein scheint. Das heißt, man fragt sich dann schon, warum, gerade in der ersten Rede gegen Catilina. Warum nimmst du eine Standardbeschreibung, wenn du die Person richtig beschreiben kannst? Genau. Warum hebst du quasi diese konkrete Beleidigungsrede auf so eine standardisierte Ebene? Also du sagst, als Cicero diese Reden gehalten hat, live gehalten hat, als Catilina auch noch gelebt hat, da hat er natürlich das Individuum Catilina angegriffen und dann waren diese Reden vermutlich auch individualisierter. Aber als Catilina dann tot war und Cicero diese Reden veröffentlicht hat, ging es ihm ja nicht mehr darum, Catilina anzugreifen, genau, weil der war ja jetzt besiegt. Richtig. Jetzt ging es ihm um was anderes, nämlich darum, den Römern den bösen Römer vorzuhalten, als abschreckendes Beispiel, so wollen wir nicht sein. Richtig. Genau dasselbe Ziel eigentlich, was Sallust Jahre später dann auch verfolgt. Und was ich, meine Theorie in meiner Magisterarbeit ist unter anderem, dass wenn man ein Exemplum mit einer Invektive verbindet, die echte Invektive und dann das Exempel, diese Idee, wir machen einen beispielhaften Fall draus, dann ist man eigentlich bei der Gattung, der literarischen Gattung Rüge. Weil eine Rüge eben die Funktion hat, dass man seine Mitbürger dazu bringen möchte, ihr schlechtes Verhalten zu ändern. Anders als bei einer Invektive, wo man einfach seinen Gegner fertig machen will. Aber bei einer Rüge möchte man eben diese schlechten Leute zurückholen und ihnen quasi das vorhalten. Das heißt, die gehaltene Rede war eher eine Invektive, die veröffentlichte Rede ist eher eine Rüge, die sich gar nicht mehr wirklich an Catilina richtet, sondern richtig, an die Leser. Ja, genau. Genau. Also die Improbi im Allgemeinen. Und das ist was unglaublich viel diskutiert wurde, so im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Leute waren damals, die Altphilologen damals, waren so auf diesem Trip von die Originalrede von Cicero, da hat er sicher das und das und das gesagt und dann in der Veröffentlichung hat er das und das und das gesagt. Also so weit aus dem Fenster lehnen würde ich mich nicht, dass ich sagen würde, ich weiß, wie Cicero denkt und ich kann quasi die Originalrede rekonstruieren. Aber was eben auffällt, ist diese Entindividualisierung der Topoi. Und mein Ansatz war dann, dass eine Invektive, die wird auf jeden Fall individualisiert sein, weil man ja gegen jemanden spricht. Also sicherlich die erste Rede gegen Catilina, als die live gehalten wurde, war die auf Catilina gerichtet. Das war eine individuelle Beleidigung. Richtig, ja, genau. Und mein Ansatz war dann, dass wenn man mit der Veröffentlichung dieser Reden ein anderes Ziel verfolgt als mit dem Halten der Rede, nämlich dass man diesen Bösewicht nehmen möchte und seinen Mitbürgern so ein bisschen das Exemplum eines schlechten Politikers vorhalten will, weil man sich Sorgen macht um die Republik und weil man sieht, dass alles den Bach runtergeht und weil man gerne so ein Bild möchte, wo man die Concordia omnium bonorum heraufschwört und dem so ein Abziehbild des Schlechten gegenüberstellt, dann bietet es sich natürlich an, diese Invektive ein bisschen umzuwandeln in ein etwas allgemein gehalteneres Exemplum. Das Individuum in den Hintergrund etwas zu rücken. In den Hintergrund zu rücken, damit es allgemeiner anwendbar wird. Und das ist ja eindeutig dann der Schritt zur Literarisierung. Ja. Und wir haben jetzt eine literarische Figur, die einem gewissen Ziel verpflichtet ist. Und eben nicht erst bei Sallust, sondern schon bei Cicero. Das heißt, um zum Anfang unseres Gesprächs gerade zurückzukommen, die Charakterbeschreibungen, die wir in Lexika finden,
Die Charakterbeschreibungen, die wir in den Lexika finden, sind keine Charakterbeschreibungen einer historischen Person. Sie beschreiben die literarische Figur Catilinas. Und deswegen würdest du sagen, über die Charaktereigenschaften der tatsächlichen Person Catilina, des historischen Mannes, wissen wir nicht. Richtig. Ich habe in meiner Arbeit geschrieben, im Fazit, der historische Catilina verschwindet hinter seinem literarischen Pendant. Ich denke, dass Catilina so eine zentrale literarische Figur der späten Republik wurde. Lag einfach daran, dass er quasi ein Multifunktions-Catilina war. Er konnte die Auswirkungen der solanischen Zeit abbilden. Er konnte als Prototyp des skrupellosen Politikers und Verschwörers gegen den Staat dienen. Er konnte die Wichtigkeit der Concordia Omnium Bonorum zum Bestehen des Staates illustrieren. Er konnte aktuelle Rechtsfragen reflektieren. Und das hat ihn eben zu so einem zentralen literarischen Bestandteil dieser späten römischen Republik gemacht. Auch wenn er vielleicht von seiner politischen Durchschlagskraft her ein kleiner Fisch war.